Right? Gut. Also, nochmal ein Video für euch. In Hochkant, weil wir hassen Querformat. Macht aber nichts. Wir wollen euch die Kombinationen zeigen aus der Puno Venekunka, die wir gerade im Sale haben, weil im Januar die Nepal kommt von Pasquali. Und wir haben uns gedacht, wir suchen ein cooles Projekt für euch raus und wir nehmen den Suk Moon Sweater von Egg Units, der diese Streifen hat, die nur dadurch entstehen, dass man mit zwei Garnen gleichzeitig streckt und zwei, drei Reihen nur mit einem Mohair streckt. Also es ist super easy, aber gibt einen tollen Effekt. Und jetzt zeigen wir euch die Kombinationen. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir fangen an mit Schwarz. Wir fangen an mit der Puno Venekunka in Schwarz. Das ist die Farbe 50 Kohle. Zusammen mit der Mohair Bliss, die wirklich ganz arg schön weich ist, in der 3830. Also schwarz auf schwarz, super easy, super cool, geht eigentlich immer. Ne? Schwarz lässt sich nur im Winter echt schwer stricken, also gutes Licht, sonst sind eure Augen kaputt. Dann machen wir weiter mit Dunkelblau. Dunkelblau, mega schönes Navyblau. Ich bin ganz froh, dass wir diese Mohair Bliss in Blau haben, die 811, zusammen mit der Puno Venekunka 56. Ich meine, die heißt irgendwie Kosmos oder sowas. Aber das steht da nicht mit drauf, deswegen, I don't know. 56. Cooles Match. Navyblau. Geil. Dann gehen wir in einen etwas helleren Blauton. Du kannst auch gerne mal hier über die Farbauswahl switchen. Geile Kombis, ne? Auch das. Aber dazu kommen wir ja gleich noch, ne? Also wir machen weiter mit dem Blau. Kommt wieder hoch, kommt wieder hoch, kommt wieder hoch. Wir machen weiter mit dem Blau. Puno Venekunka 57. Das ist eigentlich kein Royalblau und auch kein Türkisblau. Es ist irgendwie ein komisches Blau. Aber ein sehr, sehr schönes Blau. Und dazu passt die 810 Mohair Bliss. Matchy, matchy. Mega cool. Dann machen wir weiter mit Türkisblau. Nice. Nice. Puno Venekunka 59 zusammen mit Mohair Bliss 806. Auch matchy. Richtig geil, wie die harmonieren. Vielleicht behalten wir die Puno Venekunka doch. Entscheiden wir Mitte des Jahres. Also auf jeden Fall gibt es auch noch ein helleres Türkis. Das hier. Das ist die 58 Puno Venekunka zusammen mit der Mohair Bliss 808. Der ist weg. Gleich mal runtergepfeffert. Nochmal. So sieht sie aus. Dann machen wir weiter mit nach Türkis kommt Grün. Wald. Richtig geil. Die ist der Hammer. 804 zusammen mit der Puno Venekunka 62. Geil, 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 Omat. Und jetzt kommen wir zu dieser Dreierkombi, wo ich mich nicht entscheiden kann, was ich cooler finde. Mama, du musst mal deine Meinung sagen. Wir haben die Puno Venekunka 63, beide Mohair Bliss passen, 3801, die hier. Oder etwas abfälliger, 803. Beide sind cool dazu. Richtig frühlingshaft. Wer jetzt an Weihnachten schon Bock hat auf Frühling. Ciao. Dann machen wir weiter mit Gelb. Kanarienvogelgelb. Das ist nicht ganz so krass wie der Lemon Sweater, den ich gerade gar nicht sehe. Wo haben wir den hin? Hinten gehängt? Okay, du darfst auch reden. Puno Venekunka in der 64. Zusammen mit der Mohair Bliss 821. Ich komme mal näher ran. Zuna? Ist geil, ne? Ist geil. Ich bin ja sehr, sehr mutig und ich bin erstaunt, wie gut einem so Knallerfarben stehen. Also ich bin voll in love mit Knallerfarben. Geile Farbe schon an sich. 818 Himbeere. Helle Himbeere. Ist ein bisschen Joghurt gemischt mit Himbeere. Und dazu gäbe es dieses Rot, das richtig schöne Kombination aussieht. Die 66 Puno Venekunka. Und so in Kombination, echt eine tolle Farbkombination. Und jetzt kommt noch ein sehr, sehr knalliges Orange.
Kombination Nummer, keine Ahnung wie viel, aber auch geil. Mohair Bliss 820 zusammen mit Puno Mini Kunkka 65. Richtig geil. Und jetzt kommen wir noch, da müsstest du noch mal auf dem Tisch bitte filmen, Mama Lee. Wir kommen jetzt noch zu richtig geilen Bärenfarben. Und damit ihr hier mal die Abstufungen hier so seht, wie geil die sind. Wir fangen mit Flieder an, 54, ich komme wieder hoch, 54 zusammen mit 812. Total in, schon länger, ne? Schon so ein gutes Jahr, dass alle verrückt sind auf Flieder. Aber es ist schön. Ganz hübsch, gell? Wir können auch, weil das Flieder so geil passt, die Pinta nehmen. Auch voll schön als Grundgarn. Die Flieder 110. Aber wir wollen jetzt nicht über die Pinta reden, wir wollen bei der Puno Mini Kunkka bleiben. Das wäre also der erste Fliederton. Der zweite Fliederton. Nee, es ist eigentlich lila. Das ist nichts mehr mit Flieder. Die 55 mit der 813. Geil. Und noch eine Nuance dunkler. Wieder gutes Licht euch holen, sonst Augerle kaputt. 53 mit der 814. Richtig geil, ne? Geile Kombination. Bärig. We love it. We love it. Und jetzt kommt noch ein Bordeaux-Rot. Genau. Das ist die letzte Farbe, die wir schon zeigen. Oh, bin ich fast ein bisschen traurig. Die letzte Farbe, die wir zeigen können. Bordeaux-Rot. Tolle Farbe auch. Das ist ein bisschen bäriges, die 815 Mohair Bliss mit der Puno Mini Kunkka 68. Wir legen ein Set an. Wir zeigen euch, also wir haben jetzt alle gezeigt, wir verlinken das natürlich dann im Video, wir verlinken das bei Instagram. Wir legen das Set an und da stehen alle Mengen und wünschen euch mega viel Spaß und bestellt noch pünktlich. Bis zum Freitag versenden wir und dann habt ihr ein richtig geiles Urlaubs-Weihnachts-Neujahrsprojekt. In diesem Sinne,